Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie bei einer neuen Ausgabe der Reihe Steinzeit und heute kommt der zweite Teil eines längeren Gesprächs mit dem Matthias aus der Familie Kleespies. Hallo Matthias, es ist ungewöhnlich, dich so anzukündigen, wir werden es ja gleich aufklären, aber so erstmal, du bist nicht zum ersten Mal hier, sondern unsere Zuschauer kennen dich ja schon, wir hatten schon ein Interview gemacht mit dir und haben festgestellt, das Thema ist so allumfassend und auch so inhaltsvoll, dass wir das nicht bei einem bleiben lassen können, sondern wir setzen da weiter an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich mit der GEZ und vor allem, was man mit oder gegen die GEZ tun kann, das werden wir jetzt in dem Gespräch natürlich erörtern. So, also nochmal herzlich willkommen, schön, dass du nochmal da bist. Den weiten Weg vom Bodensee kommst du, gell? Die ganze Strecke ja, hier. Nähe Memmingen. Memmingen, ja. Wie viele Kilometer sind das? Fast 500. Oh ja, das ist eine Strecke. Also ja. Danke, dass du dir den Weg antust und zu uns kommst, damit wir nämlich auch an dein profundes Wissen andocken können. Und jetzt erklär uns doch bitte mal, warum du nicht der Matthias Kleespies bist, sondern warum du der Matthias aus der Familie Kleespies bist. Ja, lieber Robert, ich freue mich erstmal wieder hier zu sein. Und das erkläre ich sehr gerne. Ich habe einen ganz kleinen Nachtrag, der das dann auch gleich erklärt. Ich hatte letztes Mal ja gesagt, die Person sei der Familienname. Das ist so nicht ganz richtig. Die Person leitet sich aus dem Familiennamen ab. Mhm. Ja, also das nochmal zur Klarstellung. Ich möchte es gern ganz genau haben. Ja, und letztes Mal hatte ich die Person ja noch mitgebracht, ganz bewusst. Da hattest du mich ja vorgestellt als Matthias mit der Person Kleespies. Mhm. Und da hatten wir dieses Thema aufgegriffen. Und heute möchte ich die Person aber einfach daheim lassen. Die ist jetzt überhaupt nicht mehr da. Jetzt bin ich eben Matthias aus der Familie Kleespies oder mit dem Familiennamen Kleespies. Mhm. Und damit ist jetzt nur noch der Mensch hier. Und so soll es ja auch sein. Wir sind Matthias non persona. Genau. Also solange du nicht sagst persona non grata, bin ich, bin ich voll zurück. Das heißt, es ist eigentlich die unerwünschte Person, die unerwünschte Person, genau. Ah, okay, alles klar. Genau. Nein, das bist du nicht. Im Gegenteil, du bist sehr erwünscht. Und ich bin mir sicher, dass da einige Leute sehr interessiert zuhören wollen. Nur um es mal kurz zu wiederholen. Du hast eigentlich Biologie studiert. Genau. Und bist dann aber auf einen ganz anderen Weg gekommen. Du hast dich mit der rechtlichen Situation in unserem Land beschäftigt und natürlich auch primär jetzt, um was es in diesem Interview gehen wird, mit der GEZ. Mit genau. Der Gebühreneinzugszentrale, wie sie früher hieß, ja. Jetzt nicht mehr heißt, genau. Und darum geht es in unserem Gespräch. Darum geht es im Gespräch, richtig. Ja. So, wie sagst du mir nochmal, wie bist du drauf gekommen damals? Hast du einen inneren Anlass gehabt zu sagen, so jetzt mache ich hier einen auf Rebellion oder einen auf juristisch richtig? Gab es da einen Impuls, wo du gesagt hast, jetzt ist genug, ab heute wird zurückgeschossen? Ja, der Impuls war an und für sich die GEZ, das war der Impuls. Schon, ja. Ja, ganz genau, weil meiner Ansicht nach ja diese GEZ ein einziger großer Weckruf ist, uns in die Kraft zu bringen, eben für wenig Geld, 17,50 Euro im Monat. Wenn du es sportlich siehst, als Wettkampf siehst, kannst du sehr, sehr viel lernen. Du kannst sehr viel über dich lernen. Mhm. Du kannst lernen, wie du in deine Kraft kommst. Du kannst Urängste loslassen. Also ich habe das wirklich beobachtet. Ja, das Thema Gerichtsvollzieher ist mit Urängsten, meiner Ansicht nach, mit Urängsten gekoppelt. Welche Angst spielt da mit rein? So die Angst vor der Obrigkeit oder so dieses Systemgehörigkeit? Ja, ich glaube auch die Angst vor dem Totalverlust. Also da gibt es auch ganz viele falsche Meinungen über den Gerichtsvollzieher. Manche meinen, das wäre ein Staatsanwalt vielleicht oder das wäre mindestens doch ein Volljurist oder irgend sowas oder ein Richter. Mhm. Nein, Gerichtsvollzieher ist ein Ausbildungsberuf, wie jeder andere auch. Der läuft über 3 Jahre. Und wenn du das ein bisschen recherchierst, ich habe extra nochmal nachrecherchiert, ob ich da auch nichts Falsches sage, dann findest du wieder ganz tolle Sachen. Die Firma Land Baden-Württemberg sagt hier, wenn du Gerichtsvollzieher werden möchtest, wirb damit selbstständig und verbeamtet oder selbstständig und Beamter. Mhm. Und hier sehen wir schon wieder ganz toll, wie das System immer agiert. Das ist ja der größte Quatsch, der größte diametrale Gegensatz, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Ein Beamter ist 100% weisungsgebunden, der macht überhaupt nichts, entscheidet gar nichts selbstständig. Und ja. Einen Selbstständigen zeichnet gerade aus, dass er überhaupt nicht weisungsgebunden ist. Mhm. Und wie bringst du das jetzt zusammen? Also dass die Firma Land Baden-Württemberg schafft das, wie wir sehen, problemlos. Aber ich möchte da eben wieder darauf hinweisen, wie hier agiert wird, wie wir hier ständig und die Website ist ja öffentlich, die sollst du ja sehen, die soll ja nicht nur der Gerichtsvollzieheranwärter sehen, wie wir hier ständig aufs Glatteis geführt werden. Mhm, mh. Ja.
Ja, aber ich glaube, und dann, weil du die Urängste ansprachst, ich glaube, das ist insbesondere die Angst vor dem Totalverlust. Also da kursieren dann wirklich Vorstellungen, wenn ich jetzt die 300 Euro GEZ nicht bezahle, dann nehmt ihr mir mein ganzes Haus weg. Mhm. Oder es gab, da werden dann auch wirklich Exempel statuiert, es gab anscheinend vor kurzem einen Fall, da hat sich ein Rechtsanwalt mit denen angelegt und dann kam der Gerichtsvollzieher und hat ihm für 500 Euro sein Auto konfisziert, was 22.000 Euro wert ist. Also es ist total irre, aber es werden eben hier teilweise wirklich Exempel statuiert. Und diese Ängste kann man, wenn man sich denen stellt, du kannst eine Angst ja immer nur loswerden, wenn du dich ihr stellst, kann man eben über diesen Weg möglicherweise loswerden. Mhm. Deswegen möchte ich einfach dazu ermutigen, deswegen sagt nochmal als Wettkampf zu sehen, legt euch das Geld zurück, wenn der böse Gerichtsvollzieher kommt. Und alles, was ich hier heute vorstelle, ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du den wirklich loswirst. Und zwar auf sanfte Weise loswirst, auf durchaus auch auf respektvolle Weise loswirst, auf raffinierte Weise loswirst. Wenn das alles nicht funktioniert, dann zahlst halt und dann behältst du dein Auto und dein Haus sowieso. Das hast du ja beim ersten Mal schon gesagt. Also man sollte quasi monatlich das Geld, was die GEZ verlangt, sparen. Und wenn der ganze Wettstreit dann quasi nicht so ausgeht, wie man das möchte, hat man das Geld ja dann gespart und kann es dann mit der Lerngebühr, nenne ich es jetzt dazu, mit den 50 Euro oder 100 Wettkampfeinsatz, Euro. Wettkampfeinsatz, genau. Wettkampfeinsatz kann man das dann ja dann sagen. So, das war sportlich. Und genau, ja, okay. Also wenn das alles nicht funktioniert, was ich hier erkläre. Okay, ja. Wenn du mir noch einen ganz kleinen Nachtrag erlaubst zu unserem letzten Thema. Ja, go. Thema war ja Staat. Deutschland ist möglicherweise kein Staat. Und hier haben wir jetzt ein Schreiben vom Beitragsservice des Bayerischen Rundfunks. Und da hören wir ganz erstaunliche an Dinge. An dich persönlich das Schreiben? Oder ist das nee, das ist jetzt an jemanden, dem ich da eben helfe schon. So, und hier schreibt jetzt jemand, also der hat die Technik eingesetzt, die ich gleich erläutere. Mhm. Und bei dieser Technik geht es darum, dass wir die herausfordern. Wir sagen denen, weis mir nach, dass du hoheitliche Befugnisse hast. Okay. Du, Bayerischer Rundfunk, hast hoheitliche Befugnisse. Wenn du mir das zweifelsfrei nachweist, dann bin ich selbstverständlich bereit, mich denen zu beugen. Ich bin ja kein Revolutionär oder irgendwas, ich bin ja ein Staatsbürger. Und wenn du hoheitliche Befugnisse hast, dann zahle ich auch. Und jetzt antworten die dann eben, und das müssen sie aber nachweisen, aber da kommen wir gleich drauf, wie sie das nachweisen sollten. Jetzt antworten sie, auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland gilt die deutsche Rechtsordnung. Also, sie behaupten hier einfach, dass die Bundesrepublik Deutschland habe ein Hoheitsgebiet. Und dann zitieren sie hier ein Urteil eines Landgerichts Dresden. Und dazu muss man jetzt wissen, diese Landgerichte sind die unterste Rechtsebene, die es gibt. Also wenn die was sagen, das interessiert nicht wirklich jemanden. Aber der Bayerische Rundfunk zitiert es mal. Und hier möchte ich jetzt darauf hinweisen, wenn wir sowas bekommen, also jeder bekommt, der die Methode macht, wird irgend sowas bekommen. Und da hört bitte ganz genau hin, denkt nach, glaubt das nicht, was hier steht. Deswegen lese ich es vor. Der Richter spricht nicht ein einziges Mal von Staat, aber der Bayerische Rundfunk legt es so aus, als hätten wir hier ein Hoheitsgebiet. Der Richter sagt Folgendes, die vom Schuldner angedeutete Rechtsauffassung, die Bundesrepublik existiere nicht. Was ich gar nicht sage, die existiert natürlich schon, nur ist möglicherweise kein Staat. Entspricht möglicherweise seinem Wunschdenken und entspringt allenfalls fehlgeleiteter Rabulistik. An der völkerrechtlichen Realität geht sie aber vorbei, da die Bundesrepublik Deutschland von einer Vielzahl von Staaten völkerrechtlich anerkannt ist und auch etwa anerkanntes Mitglied der UN ist. Der Schuldner wird beim Auftauchen des Gerichtsvollziehers merken, dass auch eine nach innen funktionierende Staatsgewalt existiert. Es wird dem Schuldner dringend angeraten, sich mit Realitäten anzufreunden. Okay, so nach dem Motto, friss oder stirb. Genau. Ja, und da eben, wie gesagt, der Richter weiß ganz genau, was er hier macht. Wie immer, die Richter wissen das ja, die Juristen lernen ja im Wesentlichen, sich so auszudrücken, dass du sie möglichst nicht greifen kannst. Und das macht er hier auch wieder wirklich par excellence. Er sagt nicht, Deutschland ist ein Staat. Er wendet Suggestionen an. Er redet von Völkerrecht, von UN. Und jetzt spielt er wieder auf dein Kopfkino an. Jetzt dein Kopfkino sagt, wenn das schon ein Richter sagt, ist Deutschland wahrscheinlich ein Staat. Und dann redet er von einer Staatsgewalt und aktiviert die Urängste. So, und dann haben wir es wieder. Und natürlich arbeitet dieser Bayerische Rundfunk genauso suggestiv, indem er ausgerechnet dieses Urteil zitiert.
und dann natürlich auf den Gerichtsvollzieher Bezug genommen wird. Und wenn man sich das aber jetzt bis zur Seite 2 durchlesen würde, dann stellst du fest, das hat nicht etwa der Intendant geschrieben. Das hat irgendein Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks geschrieben. Das ist die persönliche Auffassung eines Mitarbeiters des Bayerischen Rundfunks, die dann benutzt wird, um uns wieder in die Spur zu bringen. Mhm. Indem gesagt wird, jawohl, klar haben wir hier ein Hoheitsgebiet, Bundesrepublik. Und der Richter sagt es auch, guckt es bloß an. Also nur, das war mir eben wichtig, das gleich am Anfang zu sagen, nachdenken. Also ich knall die Hacken bei so einem Schreiben, ja, so, ja, weil ich mir denke, und deswegen, genau, der wird schon wissen, was er sagt. Hoheitsgebiet, genau. Bundesrepublik, ja, Deutschland. Ja, genau. Das funktioniert ja irgendwo. Ja, ja, aber das, genau deswegen sage ich es ja auch. Also wir müssen aufhören. Wir müssen einfach wir müssen aus diesen Konditionen ausbrechen. Wir müssen bemerken, dass wir so konditioniert sind, die Kondition als solche erstmal bemerken und dann einfach sagen, weg mit Konditionierung. Mhm. Ich bin mir meiner Sache sicher. Wenn du es dir wirklich bist. Natürlich gibt es viele Menschen, die lesen das vielleicht im Internet, finden das total cool und knallen denen da irgendwelche Sachen hin und dann kommt sowas zurück und dann denkst du, oh ja, hat vielleicht doch nicht so funktioniert. Der das geschrieben hat, der weiß vielleicht doch nicht, wovon er redet. Klar, deswegen sage ich nachrecherchieren. Selber eins werden mit dieser Methodik. Macht das zu eurem. Wenn ihr die Methode anwenden wollt, macht sie wenigstens zum Teil zu eurem. Denn es ohnehin funktioniert ja immer nur das, was du zu deinem machst. Alles andere funktioniert ja nicht. Ja, klar. Okay, das eben. Das aber damit jetzt abschließend zum Thema, ist Deutschland ein Staat? Bayerischer Rundfunk sagt klar. Also ich möchte gleich mal auf ein aktuelles Beispiel kommen. Ja. Und zwar habe ich gestern die Süddeutsche gelesen. Also heute ist der, das war vorgestern schon, heute ist der 24. März 2016, wo wir das aufzeichnen. Und genau, am Dienstag, dem 22. März, war ein Artikel in der Süddeutschen drinne. Und zwar ging es um einen Vorfall in einem Gericht in Kempten. Jawohl. Da ging es darum, dass eine, ich lese mal vor, bizarre Szenen spielen sich im Amtsgericht Kaufbeuren ab. Entschuldigung, nicht Kempten, Kaufbeuren. Während der Verhandlung erhebt sich ein Zuhörer und ruft der Richterin zu, sie sind verhaftet. Okay. Im Laufe des Tumults verlässt die Richterin den Raum. Die Angeklagte geht hinter den Richtertisch, schnappt sich die Akte und wirft sie ihrem Mitstreiter zu. Ein weiteres Mitglied der Gruppe filmt den Diebstahl und stellt alles ins Internet. Also, die Gruppe gehört zur Szene von Esoterikern und Rechtsextremen, die den Staat nicht anerkennen. Und dann wird dann eben in diesem Artikel beschrieben, wie jetzt 20 Leute diese Gerichtsverhandlung gestört haben. Ja. Die drei Justizbeamten haben nichts gemacht, die haben jetzt also keine Gewalt provoziert. Und mit der Angeklagten und der Akte zusammen sind die dann aus dem Gerichtssaal raus. Und wenn man die Bilder genau anschaut, ist es wohl eine, vielleicht kann unser Kameramann mal auf dieses Bild hier hinzoomen. Man sieht dann nämlich auch, dass da eigentlich eine durchaus angeregte Unterhaltung stattfindet, ohne Gewalt. Und offensichtlich haben die Herrschaften da irgendwas gemacht. Ja. So, jetzt wird das Thema natürlich aufgekocht. Also erstens mal rechtsextrem. Ja. Genau, ja klar. Zweitens mal Realitätsverweigerer und so fort. Und Anarchie, das ist ganz wichtig. Die haben Anarchie. Natürlich jetzt auch ein Problem, weil die haben Gerichtsunterlagen entwendet. Genau. Und haben sich damit ins eigene Knie geschossen. Ja, ja. Wie beurteilst du diesen Vorgang und wie ordnest du den ein? Also ich möchte es jetzt zunächst mal nicht werten, was sie da gemacht haben. Ich finde jede Form bunten Widerstands gut. Mhm. Wir brauchen diesen Widerstand, wir brauchen diese Freidenker. Ich hätte so aber nicht gemacht. Also erstens mal oder zweitens aus dem Grund, den du genannt hast, weil sie sich damit ins eigene Knie geschossen haben. Erstens mal, weil ich jetzt wieder auf das Thema Mensch hinweisen möchte. Wir begegnen immer nur Menschen. Der Richter ist ein Mensch, der Polizist ist ein Mensch. Die haben zwar verschiedene Rollen inne, aber sind Menschen. Mhm. Und als solchem begegne ich, oder ich mache das jedenfalls so und ich wünsche mir das auch so, begegne ich jedem Menschen mit Respekt. Und den vermisse ich bei dieser Aktion schon. Ja, also Gerichtsakten klauen und sie sind verhaftet rufen, nützt, glaube ich, hier nicht wirklich jemandem was. vor allem ist es auch so, wenn ich etwas erkannt zu haben glaube, wenn ich jetzt erkannt zu haben glaube, dass Deutschland kein Staat ist, oder ich erkannt zu haben, dass zwischen Mensch und Person ein wesentlicher Unterschied besteht, dann bin ich der Ansicht, dann sollten wir dem Gegenüber die Möglichkeit geben, an diesem Wissen teilzuhaben. Der soll ja auch die Möglichkeit haben, zu wachsen, innerlich zu wachsen. Mhm.
wir spielen letztendlich immer nur Spiele. Ja, also das hatte ich ja letztes Mal schon versucht anzudeuten. Diese Spiele haben einen sehr hohen positiven Preis, meiner Ansicht nach. Der Preis ist, wir wachen alle auf. Im Idealfall, ja. Genau. Mhm. Wenn ich dir aber jetzt von meinem Wissen gar nichts mitteile, wie kannst du dann aufwachen? Und deswegen, nochmal, ich möchte es nicht werten, aber ich hätte es so nicht gemacht. Also ich würde dann eher darauf hinweisen, dass der Richter mir mal erklären soll, wie er als Mensch über mich Menschen richten können, zu können glaubt. So hätte ich das angefangen. Mhm. Ja, also nochmal, wie gesagt, ich finde jede Form bunten Widerstands einerseits toll, aber so hätte ich es nicht gemacht. Also da, und diese Stigmatisierung von denen als Rechtsextreme, ja, das, wie urteilst du das ein, ja, dass man jetzt gleich wieder sagt, okay, das sind weltfremde Idioten, genau, die auch aus einem gewissen politischen Spektrum kommen, was sowieso von denen erwartet wird. Das ist natürlich auch der Grund, warum das da lanciert wird. Ja, natürlich. Also da, genau, das ist, danke schön, dass du dieses Stichwort bringst. Ich habe mir das eben auch nochmal angeschaut und du hattest es ja schon genannt, die Gruppe gehört zur Szene von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen, die den Staat nicht anerkennen. Hier finden wir wieder eine ganz tolle Suggestion. Das war der Online-Auftritt. Das ist der Online-Auftritt. Ja. Die den Staat nicht anerkennen. Damit wird impliziert, dass es überhaupt einen Staat gibt. Mhm. Also richtig wäre hier ja schon, dass man geschrieben hätte, die nicht anerkennen, dass es einen Staat gibt. Ja, wenn ich sage, die den Staat nicht anerkennen. Mhm. Und was machst du gleichzeitig damit? Wenn du etwas nicht anerkennst, was es definitiv gibt, dann bist du nicht nur ein Verschwörungstheoretiker und ein Rechtsextremer, dann bist du gleichzeitig auch, eigentlich gehörst du schon in die Klapse. Also das heißt, so wird hier gleich wieder argumentiert und es wird aber noch besser. Wir erfahren eben, dass diese Menschen Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme sind und auf der nächsten Seite erfahren wir dann was ganz anderes. Eine Sprecherin des Amtsgerichts Kaufbeuren berichtet, dass in Prozessen vermehrt Menschen auftreten, die staatliches Recht als für sie nicht gültig betrachten. Und jetzt kommt's. Sie nennt einige Gruppierungen beim Namen Freeman, One People Public Trust, Reichsbürger, Germaniten. Und hier werden jetzt wirklich wieder alle, die irgendwie sagen, Moment mal, hier stimmt was nicht, in diesen gleichen Topf Rechtsextreme geworfen. Mhm. Und wenn du dir die Freeman-Bewegung anschaust, also noch falscher als das Freeman rechtsextrem sind, kann es nicht sein. Diese Freeman-Bewegung macht genau das, was ich gesagt habe. Die Freeman sagt, ich bin ein Mensch, ich bin keine Person. Und was bitte ist daran rechtsextrem? Mehr machen die nicht. Mhm. Und gerade diese Menschen würden doch kein rechtsextremes Gedankengut allein deswegen nicht in ihren Kopf reinlassen, weil sie sagen, ich bin frei, dann bist du auch frei. Aber das ist ja die Masche, die immer angewendet wird. Wenn man den 11. September kritisiert, wird man auch automatisch mit irgendwelchen UFO-Gläubigen und Rechtsextremen zusammengepackt. Das ist ja die Keule, die immer funktioniert, gerade bei uns in Deutschland. Ganz genau. Hauptsache, man ist braun und schon ist man diskreditiert. Egal, um welches Thema es ganz geht. Genau. Ja. Und vor allem die querfrontlichen Rechtsesoteriker. Ja, genau. Die finde ich ja am allerschlimmsten. Also, da habe ich ja jeden Tag welche hier sozusagen. Genau. Das ist also eine Wortschöpfung, das ist schon genial irgendwie. Gell? Ja, also natürlich. Natürlich, die wissen schon, was sie machen hier, diese Journalisten. Aber weißt du, für mich ist es letztendlich... das sind Bankrotterklärungen eines sterbenden Systems, wenn ich mir das in Wahrheit anschaue, was hier gemacht wird. Wenn die nicht wirklich diesem System gefährlich werden könnten, dann bräuchte ich sie ja nicht zu diffamieren. Mhm. Dann könnte ich sie einfach totschweigen. Mhm. Und wenn da nichts dran wäre an dem, was Menschen wie du und ich und alle deine Gäste hier sagen, dann bräuchte ich sie ja auch nicht zu diffamieren. Also. Die vier Stufen der Wahrheit. Erstens wird es totgeschwiegen, dann wird es lächerlich gemacht, dann wird es vehement bekämpft und am Schluss wird es allgemeingültig anerkannt. Ja. Genau. Und jetzt wird es hier bekämpft. Also sind wir schon von Verschweigen und lächerlich machen, sind wir jetzt schon auf, wir müssen dagegen schießen. Also vielleicht ist es gar nicht mehr so weit, bis das irgendwann mal in die Köpfe der Menschen sickert. Ja. Genau. Und fünftens habe ich es immer schon gesagt. Ne? Das ist ja jetzt nur eine Randnotiz, das hat einfach nur gepasst, weil ich neulich beim Frühstück die Zeitung in der Hand hatte und dachte ich mir, das ist eine Steilvorlage für dich, da muss ich drüber sprechen. Dankeschön, aber wir sprechen ja heute über die GEZ. Genau, jetzt sprechen wir. Etwas über, was ja jeden Menschen in diesem Land betrifft und da wollen wir doch jetzt mal ins Thema einsteigen. Wir haben ja auch eine Präsentation vorbereitet, wo anhand der Folien wir uns dann durch dieses Thema durcharbeiten. Also was
ist die GEZ nochmal oder wie wollen wir einsteigen? Ja, also ich möchte nochmal gerne darauf eingehen, anders jetzt als der Marco Friedrich. Ich möchte wirklich nochmal jedem empfehlen, den Artikel, den Beitrag bei dir sich auch anzuschauen. Der hat ganz tolle Grundlagenarbeit gemacht. Ich möchte nur noch mal auf ein paar Dinge hinweisen, die er nicht so genannt hat. Marco geht ja sehr stark, hangelt sich ja sehr stark noch an diesem Recht entlang. Mhm. Kann man machen, ist auch ganz wunderbar. Ich habe da, wie gesagt, auch viel von ihm gelernt. Nur ich möchte gerne darauf hinweisen, dass die GEZ schon, wenn du bis auf den Grund guckst, da gibt es keine Rechtsgrundlage, da ist nichts. Also das heißt, ich brauche gar schon wieder nicht nach rechts zu schauen, weil nie irgendetwas entstanden ist. Es ist nichts Rechtskräftiges entstanden. Ja, da komme ich gleich drauf. Ich möchte hier gerne nochmal eben darauf eingehen, dass uns aber, wenn wir uns auf dieser Rechtsebene bewegen und auf der der Ebene, die ich letztes Mal den Rechtskreis des Staatsrechts genannt habe, dann habe ich schon von vornherein verloren. Und warum habe ich schon von vornherein verloren? Wir sehen hier, wie die GEZ, also das ist einfach dieser Rundfunkbeitrag.de, das ist ja die offizielle Website der GEZ, wie sie stolz verkündet, Bundesgerichtshof bestätigt erneut die Rechtmäßigkeit der Vollstreckungsverfahren. Mhm. Ist so natürlich schon wieder nicht richtig. Ja, wie hätte es anders sein können? Ich weiß nicht, ob du das, ich glaube, der Marco hat da auch darauf hingewiesen, auf das Urteil des Landgerichts Tübingen. Die hatten ja gesagt, so wie die GEZ hier vollstreckt, das geht nicht. Und der BGH sagt jetzt doch, das geht doch. Was machen die damit aber in Wahrheit? Sie schneiden dir eigentlich den Rechtsweg ab. Natürlich kannst du den beschreiten. Aber wenn der BGH, der oberste Gerichtshof in diesen Privatrechtsgerichten, wenn der sagt, das ist alles in Ordnung, was die machen, also BGH deswegen, weil eben die Vollstreckung über die Gerichtsvollzieher das Zivilrecht berührt. Mhm. Und der BGH ist die oberste Zivilrechtsinstanz in Deutschland. Und wenn der sagt, ist alles in Ordnung, ja, warum brauche ich dann den Rechtsweg noch zu beschreiten? Ich habe von vornherein verloren und es gibt viele, ich habe mindestens zwei Gerichte, jetzt Amtsgerichte gesehen, die berufen sich dann auch auf dieses Urteil. Die sagen, alles bestens, der BGH hat gesagt, kein Problem, machen wir so. Und jetzt war ja noch, ich hatte ja schon fast befürchtet, dass letzten Freitag, war ja hier in Leipzig sogar, der Bundesverwaltungsgericht, dass die jetzt die GEZ-Beiträge für rechtswidrig erklären würden, ja, dann hätten wir das Thema heute gar nicht machen können. Aber in Wahrheit hat es, glaube ich, niemand geglaubt, also jedenfalls von den Menschen, die sich auskennen, nicht. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wie absurd dieses Bundesverwaltungsgericht hier argumentiert hat. Das ist der Hammer, wenn du dir das Urteil anschaust. Die Kläger hatten gesagt, der GEZ-Beitrag sei eigentlich eine Steuer. Und wenn ich mir das so anschaue, ist es tatsächlich eine Wohnungssteuer. Die GEZ teilte ja auch regelmäßig mit, dass du pro Wohnung zu bezahlen hast. Mhm. Also die haben hier auf clevere Art und Weise, clever in Anführungszeichen, eine Möglichkeit gefunden. Jetzt das Letzte, was noch nicht besteuert ist in Deutschland, alles andere ist ja schon besteuert. Sogar die Luft zum Atmen ist ja besteuert über diese unsäglichen CO2-Zertifikate. Ja? Mhm. Aber die Wohnung, die hatten sie noch nicht besteuern können. Und jetzt haben sie den Trick auch noch gefunden. Das ist die GEZ meiner Ansicht nach in Wahrheit. Eine Wohnungssteuer. Und jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, nö, das ist gar keine Steuer, weil hier eine Gegenleistung, und jetzt gut zuhören, für die Möglichkeit geschaffen wurde, die Rundfunk zu empfangen. Also das ist ungefähr so, du zahlst an der Zapfsäule regelmäßig Mineralölsteuer und niemand würde sagen, das ist keine Mineralölsteuer. Mhm. Und jetzt sage ich, das ist keine Steuer, weil ja über die Mineralölsteuer die Straßen verbessert werden und ausgebaut werden und überhaupt gebaut werden. Das ist keine Steuer, weil du die Möglichkeit hast, auf den Straßen zu fahren. Deswegen ist es keine Steuer. So argumentiert das Bundesverwaltungsgericht auf dieser Ebene. Und natürlich ziehst du die Augenbrauen hoch. Ich will damit ja auch sagen, dass es komplett absurd ist, wie hier wieder argumentiert wird. Und hier sehen wir wieder was ganz Spannendes. Hier sehen wir jetzt, wie das, also auch dieser Rechtsweg ist jetzt abgeschnitten. Das war der andere Weg über die Verwaltung. Die GEZ behauptet ja, oder die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten behaupten ja, sie seien eben Behörden. Deswegen muss ich gegen die dann auf dem Verwaltungswege vorgehen. Und hier sehen wir jetzt, wie über dieses Rechtssystem
quasi wir komplett entmündigt werden. Ja, du hast keine Chance mehr. Du kannst natürlich, kannst du klagen, aber es steht vorher fest, was rauskommen wird. Mhm. Du bist entmündigt worden. Und da können wir jetzt wieder eine Ebene tiefer schauen und da können wir jetzt feststellen, dass das Rechtssystem dich überhaupt entmündigt. Warum gibt es überhaupt ein Rechtssystem? Weil es dich entmündigen soll von Anfang an. Als Mensch hast du selbstverständlich, ich glaube, da brauchst du mit niemandem drüber zu diskutieren, solange du keinen anderen schädigst und in seiner eigenen Freiheit beschneidest, hast du selbstverständlich jedes Recht, alles zu machen. Unter diesen beiden Prämissen. Aber wenn ich ein Rechtssystem schaffe, dann tauchen da ja nur bestimmte Rechte auf. Die anderen hast du ja, kannst du ja schon gar nicht haben. Mhm. Ja, also ist das Rechtssystem in Wahrheit von Anfang an dazu da, dich zu entmündigen. Und das sehen wir jetzt hier. Und deswegen sage ich, das ist so ein Riesenweckruf. Wir sehen jetzt anhand der GEZ wirklich auf ganz vielen Ebenen, was hier wirklich passiert. Über das Rechtssystem, was es mit uns macht. Und deswegen regen sich ja auch immer mehr Menschen auf, weil sie das spüren. Und ich glaube auch, weil es eben eine Wohnungssteuer ist. Du bist nicht mal mehr in deiner eigenen Wohnung sicher vor dem Zugriff dieses Staates. Also ich glaube primär, dass es gar nicht für die Wohnungssteuer da ist, sondern dass man halt ein legal in Anführungszeichen Mittel gezeugt hat, um so viel Geld zu generieren, um die ganzen Massenmedien zu finanzieren. Ja. Also rechts ein paar Straßen weiter ist hier der MDR. Das ist ein riesiges Funkhaus mit Schnittplätzen und Studios und unglaublich viel Know-how und Technik steckt da drin. Diese ganzen Landesrundfunkanstalten hätte man nicht so aufbauen können ohne diesen Beitrag. Auch das, natürlich. Auch das. Also genau, das kann man jetzt... Also die haben wie viele Milliarden jedes Jahr? 8 Milliarden oder so? Ja, 7,5 bis 8, genau. Wenn ich mir denke, was das für ein Geld ist, mit was man da... Das ist unglaublich. Was für Geld wir hier zur Verfügung haben, das ist ja nichts im Vergleich zu diesen Riesensummen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, wenn wir nur einen Bruchteil von denen hätten, was wir dann machen könnten eigentlich, dann sieht man ja, wie es funktioniert. Ja, also ihr macht ja so schon bessere Arbeit, Robert. Ja, danke. es ist qualitativ auf jeden Fall, aber es wäre natürlich auch quantitativ wichtig, dass wir am Samstagabend 20 Uhr, zack, dann da auf Sendung gehen mit einer riesen Anlage und einem Satellitenübertragungswagen draußen, der... Genau. Schau, und deswegen müssen wir jetzt ja alle die Methode machen, die ich hier vorstelle und müssen die zwangsvollstrecken und dann bekommt ihr das Geld. Okay. Das wäre doch ein Deal. So, jetzt aber gehen wir weiter und sagen, warum dieser GEZ-Beitrag von Anfang an rechtswidrig ist. So, schauen wir uns das an. Das ist typisch deutsch. Ich habe mal mit einem Ausländer gesprochen, der hat gesagt, was macht ihr Deutschen für Worte? Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Wir schaffen es, alles in ein Wort zu packen. Ich glaube, ein Ausländer, der hier nicht aufgewachsen ist, der... Du, aber wenn ich das gerade mal sagen darf, das ist übrigens ein großer Vorteil unserer Sprache. Das kann glaube ich, keine andere Sprache. Das können nur wir. Mhm. Und deswegen, jetzt machen wir ein ganz kurzes Schlenker, deswegen sind wir eben auch so gut in diesen ganzen wissenschaftlichen und technischen Disziplinen, weil wir so komplex arbeiten können. Das Sprache ist ja immer, hat ja immer damit zu tun, wie du denkst. Ja. Das ist ja direkt miteinander rückgekoppelt. Ja, jedenfalls, da möchte ich darauf hinweisen, was hier steht. Eine Information, bitte das ganz deutlich lesen. Eine Information, mehr ist es nämlich nicht. Obwohl Paragraph da steht. Aber sie hauen es uns wirklich um die Ohren. Und ich zeige gleich, warum es nicht mehr ist. Sehen wir uns das Ding an, 15. Staatsvertrag. Und da sind jetzt die ganzen Länder aufgeführt, hier die Firmen namens Länder. Und jetzt steht hier unten, das Wichtige ist, unten also das Land so und so und alle 15 schließen nachstehenden Staatsvertrag. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt mit dir einen Vertrag schließen und ich sage, Robert und Matthias schließen folgenden Vertrag, dann fragt sich jeder Dritte sofort, ja und jetzt? Mit wem denn? Oder haben wir den untereinander geschlossen? Mhm. Das heißt, es ist überhaupt nicht, schon mal hier geht gar nicht draus hervor, wo ist die zweite Vertragspartei? Ach so, schließen den Staatsvertrag mit dem deutschen Volk, müsste da stehen. Ja, oder mit, von mir aus mit den Landesrundfunkanstalten oder von mir aus auch untereinander. Das heißt, wir bezeichnen das jetzt als Staatsvertrag, obwohl es eigentlich nur ein Arbeitspapier für uns ist. Ja, natürlich, das ist nur ein Entwurf. Das Ding hängt komplett in der Luft. Mhm. Da ist nie was passiert. Es ist niemals ein Vertrag zustande gekommen. Weil ein Vertrag immer zwei Parteien braucht. Ja, natürlich. Und wenn du weiter guckst, dann findest du, und da kannst du jetzt wirklich recherchieren, wo du willst, du findest nirgendwo auch nur die Aussage, dass dieses angebliche Papier, dieser angebliche Vertrag, der keiner ist, wie wir gerade gesehen haben,
dass der unterschrieben sein würde. Und deswegen habe ich hier den 126 BGB ins Spiel gebracht. Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Das heißt, was der Marco Friedrich gesagt hat, es sind nachher die sogenannten Landesgesetze da, die sind unterschrieben worden. Aber der Vertrag selber ist nie unterschrieben worden. Mhm. Und jetzt haben wir wieder die Situation, die ich letztes Mal schon ungefähr mit diesem AO angedeutet habe, die nicht in Kraft getreten ist, wo der Inkrafttretungsparagraf leer ist. Ich kann doch nicht einen Rundfunk, einen Vertrag als Rechtsgrundlage für ein Gesetz nehmen, wenn der Vertrag selber nie zustande gekommen ist. Mhm. Und da haben wir wieder den gleichen Trick. Diese Architekten des Systems machen zunehmend immer dieselben Tricks. Die lassen die Sache immer an einem Punkt komplett in der Luft hängen, aber so, dass du es eigentlich nicht merkst und dass es möglichst auch die ganzen Mitspieler in diesem System nicht merken. Ja, davon ist auszugehen eigentlich, ja. Genau. Und warum wieder? Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Haftung. Wenn du etwas machst, was gar nicht geht, dann kannst du nicht haften. Wenn aber derjenige das anwendet, was gar nicht geht, der haftet trotzdem, der hat es ja angewendet. Das heißt, die Welt, diese Architekten des Systems wälzen mit diesem simplen Trick die Haftung immer von sich ab. Mhm. Auf denjenigen, der es dann umsetzt. Mhm. Ja, also die Chefs der Landesrundfunkanstalten, die haften, weil sie nach diesem Ding arbeiten. Und die erklären dir das ja auch dauernd. Und in jedem Schreiben der GEZ findest du, Rechtsgrundlage ist der Rundfunkbeitrag, Staatsvertrag, der leider nie unterschrieben wurde und der auch kein Vertrag ist. De facto damit inexistent ist oder obsolet. Ja, so. Völlig obsolet. Und damit hängt das Ding komplett in der Luft und damit... Wir können auf jeder anderen Ebene uns die Köpfe heiß diskutieren. Das ist sinnlos, weil nie was zustande gekommen ist. Und damit ist das Ding komplett von Anfang an rechtswidrig. Noch rechtswidriger geht es gar nicht. Es ist ja noch nicht mal im Rechtssystem drin. Es ist nicht zustande gekommen. Okay. Ja? Und darauf möchte ich einfach hinweisen. Also da sollte sich bitte auch jeder bewusst sein, wer hier meint, er müsse die bezahlen. Also wer das zahlen will, der kann das ja gern machen. Es mag ja Gründe geben. Es gibt Menschen, die sagen, boah, ich finde das super, was die alle machen hier, die Landesrundfunkanstalten, und denen gebe ich gerne eine Spende. Kann man ja machen. Die bringen mir Florian Silbereisen nach Hause, ganz genau. Das will ich unterstützen. Ja, ja, genau, das ist richtig. Ja legitim. Ja. Das kann man ja machen, aber es muss wirklich niemand machen, weil es überhaupt keine Rechtsgrundlage gibt für dieses Ding. Übrigens eine schicke Maus, die du da hast. Ja. Ich danke dir. Ja, ja. Die habe ich noch nie gesehen. Ja, die ist toll. Ich habe einmal die kann übrigens auch aus sehr großer Entfernung. Also du kannst da wirklich, wenn du eine Präsentation vor dem Auditorium hältst. Du kannst stylisch. Ja, so, jetzt will ich hier noch auf was hinweisen zum Thema, was ist eigentlich überhaupt? Was kommt dir da überhaupt ins Haus, wenn die GEZ oder sowas schickt? Das hatten wir. Also hier steht, Zahlung der Rundfunkbeiträge, sehr geehrte bla bla bla. Genau. Ihre Rundfunkbeiträge sind am 15.02.2016 fällig. Bitte zahlen Sie Betrag. Für die Überweisung haben wir vorgegeben, bla bla bla. Genau, per Lastschrift, Ihr Beitragsservice. Genau, ja. Und aber worauf ich hinweisen möchte, ist, da steht jetzt unten, und das siehst du, das ist nicht zufällig wie ein Kontoauszug aufgebaut, das ist nämlich ein Kontoauszug. Da steht Gutschrift und Belastung. Mhm. Es ist keine Rechnung in dem Sinn, sondern es ist ein Kontoauszug. Es ist ein Kontoauszug. Die GEZ ist ja nicht rechtsfähig. Das haben wir ja, glaube ich, schon festgestellt, hat auch Marco Friedrich ja schon ausführlich gesagt. Die ist nicht rechtsfähig. Mhm. Das heißt, die kann überhaupt nicht am Rechtsverkehr teilnehmen. Geht nicht. Da haben wir deswegen können Sie keine Rechnung stellen. Genau, Sie können gar nichts machen. Sie können nichts machen, mit dem Sie ins Rechtssystem reinkämen. Und daher dann der Trick, indem Sie das als Konto verkaufen, oder? Ja, indem Sie den Kontoauszug schicken und sagen, ich meine, also nicht rechtsfähig bedeutet, ist noch schlimmer als nicht geschäftsfähig. Ein Kind ist nicht geschäftsfähig. Mhm, ist klar. Ja. Genau, so. Und ein Kind kann eben deswegen keine Geschäfte abschließen. Ja, wenn das Kind jetzt einen Porsche kauft, also auf Papas Geld, kauft einen Porsche, dann kann der Papa hingehen und sagen, das geht nicht, Sie wickeln das Geschäft jetzt rück ab, der war gar nicht geschäftsfähig, der hätte das Geschäft mit Ihnen nie schließen dürfen. Mhm. Und dann muss der arme Porsche-Händler, der sich schon gefreut hat, das Geschäft rückabwickeln. Nicht rechtsfähig heißt, der kann überhaupt nichts machen. Der kann nicht am Rechtsverkehr teilnehmen. Aber natürlich kann das Kind jetzt den Papa anquengeln und sagen, Papa, ich will einen Porsche haben, das kann es machen. Das ist ihm ja nicht verboten, obwohl es nicht geschäftsfähig ist. Und das machen die hier auch. Die schicken dir einen Kontoauszug, blasen die Backen auf und sagen, sie müssen gefälligst zahlen.
Ja, wenn du nämlich nicht zahlst, dann kommt möglicherweise irgendwann der Onkel Gerichtsvollzieher und gleich bitte mal den Kontoauszug aus. Natürlich sagen sie das so nicht. Sie wollen ja wieder mal, wie immer, sie wollen ja nicht, dass wir es direkt merken, aber es ist nur ein Kontoauszug. Und wenn du den bezahlst, dann sind wir da, wo wir letztes Mal so ausführlich darüber gesprochen haben. Wir sind im Vertragsrecht, Sie machen dir ein Angebot, bitte gleichen Sie doch mal meinen Kontostand aus. Wenn du das machst, wenn du jetzt deinem Sohn einen Porsche kaufst, hat er einen Porsche, klar. Mhm. Kein Problem. Ja. Du gehst diesen Vertrag freiwillig ein und fertig. Mhm. Okay. Das heißt, wenn ich einmal zahle, bin ich drin. Ja. Naja, also da kommst du, das zeige ich ja gleich, du kommst dann natürlich auch wieder raus. Gott sei Dank gibt es auch keine Dauerverträge. Also schon, es gibt schon gar keinen Dauer, hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, es gibt kein dauerkonkludentes Handeln. Es ist immer auf den Einzelfall bezogen. Aber da eben auch nochmal darauf hinweisen, es ist nur ein Kontoauszug, sonst nichts. Wer den Kontostand ausgleichen will, und du hast das Konto ja nicht mehr angelegt, das haben die ja zwangsweise für dich gemacht, ja, zum großen Teil, okay, wenn es keine Altbestände sind. So, und dann schauen wir uns jetzt mal was ganz Spannendes an. Jetzt kommt dann schon die nächste sogenannte Eskalationsstufe. Also du zahlst jetzt eine Weile nicht, du bist böse und jetzt kommt dann ein sogenannter Festsetzungsbescheid. Und hier habe ich als Merker mir hingeschrieben, niemals Geschäftsvergleichszeichen wiederholen. Die wollen ja immer gern, dass du hier diesen Beitrags, wie heißt das Ding, die Beitragsnummer wiederholst, das sogenannte Geschäftszeichen. Jetzt gibt es einen Paragraphen in der sogenannten Zivilprozessordnung, ZPO. Ich kenne den nicht, habe ich jetzt auch nicht nachrecherchiert, gebe ich zu. Das habe ich jetzt einfach mal für bare Münze genommen, aber der muss wohl aussagen, wenn du ein Geschäftszeichen wiederholst, stimmst du bereits damit dem Inhalt des Schreibens komplett zu. Wahnsinn, also du siehst hier wirklich, wie dieses Rechtssystem aufgebaut ist. Also deswegen, wir wiederholen kein Geschäftszeichen. Wenn wir der GEZ antworten, wir schreiben nicht unsere Beitragsnummer rein. Ich möchte aber hier auf was anderes hinweisen. Wir sehen hier bei diesem sogenannten Festsetzungsbescheid, von dem Marco Friedrich ja gesagt hat, das ist eine reine Erfindung, glaube ich auch. Wir sehen hier links oben, wir sehen zwei Absender, wir sehen links oben Bayerischer Rundfunk und rechts sehen wir diesen Beitragsservice. Und jetzt sind wir mal, gestehen wir mal der GEZ und dem Bayerischen Rundfunk alles zu, was wir zugestehen können. Wir gestehen der GEZ, die nicht rechtsfähig ist, zu sie seine Behörde. Gestehen wir einfach zu. Wir gestehen auch dem Bayerischen Rundfunk zu, dass er eine Behörde ist. Und jetzt frage ich dich, hast du jemals erlebt, dass eine Behörde im Auftrag einer anderen einen Bescheid erstellt und dir zuschickt? Denn dieses Ding kommt ganz eindeutig im Briefumschlag der GEZ, hat aber den Absender vom Bayerischen Rundfunk drauf. Und hier unten ist unterschrieben mit freundlichen Grüßen Bayerischer Rundfunk. Also die GEZ hat angeblich im Auftrag des Bayerischen Rundfunks einen Bescheid erstellt. Oder der Bayerische Rundfunk für die GEZ? Nee, die GEZ macht es ja im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Ah, okay. Und selbst wenn die GEZ eine Behörde wäre und der Bayerische Rundfunk wäre eine Behörde, glaubst du, dass das gehen könnte? Dass es irgendeine Konstruktion gäbe, wo eine Behörde im Auftrag einer anderen Behörde einen Bescheid erlässt? Nee, ne? Klingt unlogisch. Das klingt total unlogisch. Aber die machen es einfach. Die machen es. Und die Gerichte sagen, es ist überhaupt kein Thema. Das BGH sagt, es ist gar nicht schlimm, dass dann auch noch der ARD, ZDF, Deutschland Beitragsservice draufsteht. Das kann da ruhig draufstehen. Hauptsache es steht irgendwas drauf von Bayerischer Rundfunk. Aber es ist nett geschrieben. Hier steht, sicher haben Sie nur vergessen zu zahlen. Ja, wir bitten Sie, umgehend zu zahlen. Vielen Dank und so weiter. Klingt es nicht so bedrohlich. Sonderzuschlag 8 Euro. Da steht aber dann schon irgendwie was mit vollstreckbarer Titel, glaube ich, drauf. Oder steht es da noch nicht drauf? Gesamtbeitrag. Also inzwischen sind die Dinge nicht mehr so freundlich. Da waren sie noch freundlich. Inzwischen steht schon das böse Wort vollstreckbarer Titel drauf. Mag sein, dass es hier nicht draufsteht. Jedenfalls möchte ich, also darauf wollte ich hinweisen, auch das geht natürlich überhaupt nicht, aber sie machen es einfach. Die machen, was sie wollen. Die GEZ ist das Paradebeispiel dafür, dass hier etwas gemacht wird, weil sie es machen können. Sie halten sich an gar keine Regel mehr, an gar nichts mehr. Und da unten mit freundlichen Grüßen Bayerischer Rundfunk ist auch totaler Quatsch. Darauf hat der Marco Friedrich ja hingewiesen, dass es ein sogenanntes Verwaltungsverfahrensgesetz gibt. Da müsste eigentlich eine Unterschrift drunter sein. Von einer Person. Genau, von einer Person. So, und jetzt kann man sich natürlich stundenlang darüber aufregen. Oder man macht es so, wie ich gleich zeigen werde. Man sagt, Moment mal,
Ihr könnt es sehr gern so machen, wie ihr das da macht. Aber wenn ihr das so macht, dann zahlt ihr dafür. Denn ich zeige gleich, wie wir der GEZ oder besser der sogenannten Landesrundfunkanstalt schicke, dicke Rechnungen schreiben. Und das ist eigentlich Grundstruktur der ganzen Methode, die ich hier vorstelle. Die stellen mir eine Forderung und wir und ich versetze uns in die Lage, dass wir denen eine Gegenforderung stellen. Ich nehme das jetzt schon mal vorweg, das hat insbesondere den Vorteil und damit unterscheidet sich die Methode auch von allen anderen, die mir bekannt ist. Wenn ich eine Gegenforderung habe, kann ich mit dieser Gegenforderung aufrechnen. Wenn der Gerichtsvollzieher kommt, dann sage ich, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Die wollen von mir 300 Euro und ich habe aber eine Rechnung über 700 Euro gegen die GEZ. Also jetzt rechnen wir doch gerade mal auf. Also müssen Sie mir 400 Euro geben jetzt? Oder? Naja, so jetzt, also eigentlich müsste die GEZ, der Gerichtsvollzieher gibt dir nichts, aber die GEZ müsste dir eigentlich 400 Euro geben. Damit ist es meiner Ansicht nach eine Methode, mit der du den Gerichtsvollzieher auf einfachste Weise loswirst, aber da kommen wir gleich im Detail noch drauf. Okay, jetzt, wie gesagt, ich wollte nur sagen, wieder Wettkampf sportlich nehmen, nicht ärgern, ja, sondern freuen. Je mehr Blödsinn die machen, desto mehr Geld können wir verdienen. Also potenziell. So, hier noch das nächste, der nächste Wahnsinn. Das ist die Zwangsvollstreckungssache. Jetzt, das Rundfunk gegen Säge Frau und so und so. Genau. Das ist jetzt der berühmte Vollstreckungsauftrag. Und auch da wieder möchte ich nur auf eins hinweisen. Also auch das, das kommt dann vom Gerichtsvollzieher. Und jetzt schau mal, Südwestrundfunk. CO, ARD, ZDF, Deutschlandradio, das gibt's doch gar nicht. Der Südwestrundfunk, der Bayerische Rundfunk und alle Landesrundfunkanstalten haben eine definierte Hausadresse, aber doch nicht CO, ARD, ZDF, Deutschlandradio. Das geht auch alles so durch. Da hat der BGH gesagt, überhaupt kein Thema, macht nichts. Ja, Hauptsache steht irgendwie drauf. Hauptsache der Name Südwestrundfunk ist überhaupt erwähnt. So nach dem Motto. Also es ist genial, was hier gemacht wird. Und da aber jetzt in diesem Punkt möchte ich darauf hinweisen, da müsste jetzt wirklich der Gerichtsvollzieher in die Pflicht genommen werden. Das läuft so nicht. Also da gebe ich dem Marco absolut recht, das kann nicht sein. Dass er auf Grundlage eines solchen Dings überhaupt losmarschiert. Ja? Denn in dieser ZBO ist eben ganz eindeutig festgelegt, dass die physikalische Adresse des Gläubigers richtig wiedergegeben sein muss. Und die ist hier nicht richtig wiedergegeben. Aber natürlich, mit diesem BGH-Urteil fühlen sich jetzt die Gerichtsvollzieher auch stark und laufen los. Und dann vielleicht an der Stelle noch gleich was. Das kam für meine Begriffe in dem Interview mit Marco nicht richtig raus. Er sprach davon, dass es ein Urteil geben müsse. Das ist völlig richtig so, aber ich möchte es hier nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Der Gerichtsvollzieher ist ja Teil des sogenannten Zivilrechts. Die GEZ nimmt für sich aber in Anspruch, eine Behörde zu sein. Und die Behörden haben angeblich das Recht, eigenständige, vollstreckbare Bescheide auszustellen. Das macht das Finanzamt zum Beispiel regelmäßig. Das Finanzamt muss sich nicht erst lange verklagen, sondern das schickt einfach, macht sich einen vollstreckbaren Titel, schickt den an die Bank und die buchen vom Konto ab und geben es ans Finanzamt. Nachdem aber die GEZ jetzt den Weg über die Zivilprozessordnung nimmt, kann sie das nicht umgehen. Sie kann nicht wie das Finanzamt an den Gerichtsvollzieher einen Vollstreckungsauftrag schicken und sagen, vollstreck mal, denn damit befindet sie sich im Rahmen und im Bereich der Zivilprozessordnung. Und da ist in der Tat, wie der Marco das gesagt hat, im Paragraphen 750 vorgeschrieben, dass es erst ein Urteil geben muss. Das heißt, die GEZ müsste, wenn sie die Gerichtsvollzieher beauftragt, erstmal jeden Einzelnen verklagen vor einem ordentlichen Gericht und müsste Recht bekommen. Und dann erst, wenn es ein Urteil gäbe, könnte sie die vollstrecken. Das wird komplett umgangen und das, bitteschön, meine ich doch wohl, müssten die Gerichtsvollzieher wirklich wissen. Also das ist wirklich der Hammer, dass die da einfach loslaufen.
Ich weiß, dass es im Norden Deutschlands ein paar Gerichtsvollzieher geben soll, die sagen, wir machen das nicht, wir arbeiten nicht für die GEZ. Mhm. Die sind da in der Hinsicht sehr ehrlich und kann ich nur sagen, Hut ab. Aber sehr viele andere, zum Beispiel diese hier hat es gemacht. Das war eine Obergerichtsvollzieherin, der war das egal. Aber die haben wir übrigens dann mit meinem Verfahren auch geblockt. Und zwar endgültig. Was heißt jetzt Obergericht? Das sind so Rangstufen. Also so wie es Polizeikommissar, Hauptkommissar. Gibt es auch eine Hauptgerichtsvollzieher? Ja, gibt es auch. Also es gibt einen Gerichtsvollzieher, Obergerichtsvollzieher, Hauptgerichtsvollzieher. Ich glaube, danach gibt es nichts mehr. Das sind eben einfach diese Rangordnungen in diesen Oberleutnant, Hauptmann, ja, genau. Oberkommissar, Hauptkommissar. Ganz genau. Wie gesagt. Okay, lass uns mal ein bisschen weitergehen. Ja, genau. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, nehmen wir mal einen konkreten Fall. Ich kenne jetzt deine Diashow nicht so, weiß nicht genau, was nächstes kommt, aber wenn jetzt der Gerichtsvollzieher bei uns vorm Haus klingelt, man macht sich diese sportliche Aufgabe und sagt, okay, Challenge, möchte ich doch mal wissen, wie weit meine Synapsen funktionieren, kann ich mich dem System stellen? Genau. Und dann klingelt der Herr oder die Frau und sagt, Ding Dong, hier kommt der Kuckuck. Was machen wir denn dann? Ja? Ja, das ist ja schon mal die erste Frechheit, das machen die ja nicht. Ja, das war jetzt bildlich gesprochen. Nein, ich möchte gehen, du hast völlig recht, aber er stellt sich erstmal gar nicht vor. Der fragt dich, das musst du dir vorstellen, an deiner eigenen Haustür klingelt ein völlig fremder Mann oder völlig fremde Frau und ohne sich vorzustellen, fragt er erstmal, wer sind Sie? Oder, wie es mir passiert ist, vor kurzem war er da, allerdings nicht wegen der GEZ, wegen einer anderen Sache, fragt er mich, sind Sie Herr Dr. Gleschbies? Und da kann man jetzt zwei Strategien fahren. Wer will das wissen? Könnte man erstmal. Ganz genau, man könnte erstmal sagen, entschuldigen Sie mal bitte, wer sind Sie denn? Ja. So, damit bist du aber nicht wirklich, dann sagt das vielleicht, so mein Name ist so und so, ich bin hier der Gerichtsvollzieher und dann vielleicht sagt er dir auch schon was und wenn Sie der Herr Dr. Gleschbies sind, dann sage ich Ihnen jetzt auch, was ich will. Damit bist du nicht wirklich raus aus dem Spiel. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Um deine Frage zu beantworten. Ziel sollte es sein, den Gerichtsvollzieher auf gar keinen Fall in die Wohnung zu lassen, sondern ihn abzuwimmeln, sodass wir dann die Methode anwenden können, die ich gleich erkläre. Mhm. Und zwar auch gegen den Gerichtsvollzieher. Und die läuft am besten schriftlich. Mhm. Also wenn er dich fragt, sind Sie Herr Stein, dann kannst du jetzt sagen, ja, da bin ich. Dann bist du im Personenspiel. Damit hast du erstmal schon mal verloren. Damit hat er vollen Zugriff auf dich, ja, Person. Nimmt am Rechtsverkehr teil, er greift auf die Person zu. Ja, was müsste ich dann sagen? Ich bin Robert aus der Familie Stein. Oder? Ja, das könntest du sagen, aber es geht viel einfacher. Du könntest einfach sagen, nein, der ist nicht da. Denn die Person ist nicht da. Du bist Herr über deine Person. Aha. Und du hast die Person jetzt mal nach Hawaii auf Urlaub geschickt. Okay. Und zwar so lange, wie du willst. Okay. Und deswegen ist der Herr Stein gar nicht da. Aha. Und jetzt passiert was ganz Tolles. Da der ja den Menschen auch nicht kennt, er hat ja nur einen Namen. Könnte es ja sein, du bist dein eigener Bruder, du bist ein Freund. Das weiß er ja nicht. Und damit ist er komplett verwirrt, damit weiß er gar nicht mehr, denn mit der Situation kann er nicht richtig umgehen. Aber wenn er ein Foto von mir hat? Ja, dann ja. Das hat er ja aber normalerweise nicht. Also so weit geht es ja Gott sei Dank noch nicht. Dann müsstest du kommen und sagen, okay, Sie haben jetzt gerade die Person angesprochen, die bin ich aber auch nicht, ich bin der Mensch. Und dann müsstest du mit ihm lange rumdiskutieren, dass er auf den Menschen keinen Zugriff hat und dass ihr euch sehr gerne von Mensch zu Mensch unterhalten könnt. Du lädst ihn auch gerne von Mensch zu Mensch auf ein Kästchen Kaffee ein, aber er muss danach trotzdem unverrichtete Dinge wieder gehen. Das könntest du dann machen, aber diese Diskussionen sind mir einfach zu lang. Ich habe keine Lust, mich mit diesen Menschen in deren Rolle zu unterhalten. Ja. So, das ist es. Also damit hast du ihn wunderbar verwirrt und dann sagst du, was wollen sie denn von dem? Und dann sagt es dir natürlich nicht, weil du ja nicht der bist, zu dem er will. Und dann sagt er vielleicht, sind sie ein Familienangehöriger? Nein, bist du ja auch nicht. Du bist ja der, zu dem er eigentlich will, aber der Mensch, nicht die Person. Und dann sagst du vielleicht noch, ja, wenn sie irgendwas für den haben, dann werfen sie es doch am besten in den Briefkasten vom Herrn Stein. Du musst natürlich dann aufpassen, dass du nicht sagst, in meinen Briefkasten, sonst hast du verloren. Mhm. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, du sagst, ja, ich bin der Herr Stein, dann sagt er, darf ich reinkommen. Was macht er dann? Er macht dir ein Angebot und du lehnst das Angebot ganz flott ab, sagst, nö, dürfen sie nicht. Du hast Hausrecht, wir kommen da gleich noch drauf, der darf gar nichts in Wahrheit, der darf dir nur Angebote machen, der Gerichtsvollzieher.
Und dann wird er vielleicht sagen, ja, dann komme ich mit dem Durchsuchungsbeschluss. Und dann sagst du, ja, das machen Sie das mal. Und jetzt lassen Sie mir bitte mal Ihren Vollstreckungsauftrag da oder was Sie sonst für mich haben. Das muss er nämlich machen. Und dann bist du wieder da, wo du eigentlich sein möchtest. Du hast ihn erstmal los und kannst dann dich schön schriftlich mit ihm auseinandersetzen. Ganz häufig kommen die aber gar nicht mehr persönlich. Die schicken, wie diese Dame hier, die schicken erstmal was. Und da habe ich mich jetzt gefragt, warum machen die das denn? Und da ist die einzige sinnvolle Antwort, die mir eingefallen ist, die machen das deswegen, weil es ihnen diese Dinge, die ihnen mit mir passiert sind, täglich passieren wahrscheinlich. Immer mehr Menschen wissen das, dass die Gerichtsvollzieher in Wahrheit nichts dürfen, dass sie nur Angebote machen dürfen, dass es reine selbstständige Privatunternehmer sind. Und die holen sich da bildlich gesprochen jedes Mal eine blutige Nase. Und wenn du jetzt weißt, dass der Gerichtsvollzieher ein Privatunternehmer ist, ja, dann hat er Spritkosten. Der fährt zu dir raus und hat Spritkosten, fährt wieder, hat nichts erreicht, fährt wieder heim. Und da schicke ich doch lieber für 50 Cent hier oder 55 einen Brief. Ja. Mhm. Also das ist der große Vorteil. Wir sehen jetzt im Moment, inzwischen sind wir dadurch, dass immer mehr Menschen aufwachen, in einer ganz tollen Situation. Die Gerichtsvollzieher bekommen bildlich gesprochen immer mehr Prügel. Die werden immer vorsichtiger. Mhm. Und die öffnen uns damit das Tor immer weiter, dass wir diese Methode wunderbar, ohne uns irgendeine Blessur zu holen, gegen die anwenden können. Also okay. wir sind schon ganz gut zugange mit dem Aufwachprozess. Jetzt stelle ich die Methode vor, wie wir der GEZ auf der Ebene des tatsächlichen Spiels begegnen. Und danach sind wir dann, glaube ich, auch schon relativ schnell fertig. Mhm. Ich hatte ja gesagt, wir sind hier im Privatrecht. Also die GEZ hat keine hoheitlichen Rechte, die Landesrundfunkanstalten haben vermutlich auch keinerlei hoheitliche Rechte und sie machen uns immer nur Angebote. Und darauf basiert jetzt die Methode. Diese Methode basiert darauf, dass wir sagen, wir sind sozusagen Kaufleute und als solche können wir uns allgemeine Geschäftsbedingungen geben. Wir können selbstverständlich festlegen, wer uns wann wie kontaktieren darf. Du kennst ja vielleicht die Robinson-Liste, wenn dich einer mit Werbung zugemüllt hat, früher mit Papierwerbung, hast du gesagt, bitte auf die Robinson-Liste, ich will die Werbung von dem nicht mehr, du kannst das unterbinden. Eine Privatfirma darf nichts, die darf dich nicht einfach so kontaktieren. Und wenn wir jetzt sagen, der Bayerische Rundfunk und die GEZ sind Privatfirmen, dann schicken wir denen jetzt unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und sagen denen, wenn du mich kontaktierst, dann gehst du einen rechtsgültigen Vertrag mit mir ein auf Grundlage meiner eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die sind dann so aufgebaut, dass kein vernünftiger Geschäftsmann jemals mit dir ein Geschäft eingehen würde. Aber das ist ja genau das, was du möchtest. Du willst ja nicht, dass die mit dir ein Geschäft eingehen. Aber wie darf ich das verstehen? Eigene Geschäftsbedingungen. Ich habe ja kein eigenes Geschäft, wenn ich vom Bayerischen Rundfunk kontaktiert werde. Was sind denn dann meine eigenen Geschäftsbedingungen? Die musst du dir natürlich selber zusammenbasteln. Und die sind auf meiner Website abgebildet. Mhm. Da steckt also jetzt mehr als ein Jahr Erfahrung drin in diesen AGB, allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die sehen, wie gesagt, so aus, sobald die dich auch nur kontaktieren, also sie schicken dir einen Brief, sie schicken dir eine E-Mail, sie schicken dir den Gerichtsvollzieher, sie schicken irgendjemanden. Mhm. Sobald sie dich kontaktieren, gehen sie mit dir diesen Vertrag ein und aufgrund der allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen sie dann oder müssten sie nach deiner eigenen Gebührenordnung, die du dir in den AGB selber festlegst, müssten sie dir dann Geld zahlen. Und hier sind wir wieder auf der Freiwilligkeit des Privatrechts. Sie müssen dich ja nicht kontaktieren. Es schreibt ihnen ja keiner vor, dass sie dir so einen Kontoauszug schicken. Das machen sie ja freiwillig. Wir drehen also dieses Spiel komplett rum. Bis jetzt haben die dir ein Angebot gemacht. Und du hast als Unwissender bist dieses Angebot eingegangen und hattest damit verloren, weil du einen Vertrag eingegangen bist und aus dem nicht mehr rauskamst. Jedenfalls aus diesem konkreten jeweiligen Vertrag. Jetzt drehen wir das Spiel um. Jetzt sagen wir, wenn du mich kontaktierst, gehst du mit mir einen Vertrag ein. Und das brauchst du ja überhaupt nicht zu machen. Das steht ja jederzeit, du bist ja insoweit Herr deiner eigenen Kontoauszüge, dass du mir einfach keinen mehr schickst. Und ich bekomme auch keine mehr von denen. Also ich habe
Januar, habe das Januar letzte, oder Februar letztes Jahr angefangen, habe danach noch einen einzigen Festsetzungsbescheid bekommen. Dann war ein ganzes Jahr Ruhe, dann haben sie mir jetzt dieses Jahr im Januar nochmal eingeschickt und dann habe ich, das hatte ich ja letztes Mal schon kurz angedeutet, gesagt, so jetzt schickt mir eigentlich mal einen Gerichtsvollzieher, so, dann schenke ich euch sogar 10% und der kam ja nicht. Mhm. Und seitdem kommt jetzt wieder nichts. Mhm. Und ich nehme auch an, da wird auch nie mehr was kommen. Ja, warte mal ab, wenn die Sendung raus ist, dann vielleicht... Ja, wahrscheinlich, genau, dann kommt, die Hinterbeine, dann kommt ja wahrscheinlich die GSG 9 bei mir. Weil ich sage, ein Gerichtsvollzieher ist zu langweilig, gegen den kann er sich wehren. Aber nein, deine Frage war vielleicht, warum kann ich mir überhaupt AGB geben als Privatperson? Und hier haben wir jetzt wieder ein also sowas Geniales, das ist wirklich... Es ist diabolisch genial. Also das möchte ich jetzt gerne doch noch mal kurz ausformulieren. Wir lesen hier Paragraph 17 Handelsgesetzbuch. Ich sage, habe ja gesagt, Privat- oder Handelsrecht. Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Klingt total harmlos. Also du gründest eine Firma, Robert Stein GmbH, und natürlich bist du dann Kaufmann. Ja, jeder GmbH ist gleichzeitig Kaufmann und natürlich gibst du unter dem Namen deiner GmbH auch die Unterschrift ab und betreibst Geschäfte, logisch. Aber jetzt nehmen wir mal ganz kurz das Ding grammatikalisch auseinander und jetzt wird es dich wahrscheinlich gleich vom Stuhl hauen, wenn ich dir das ausdefiniert habe. Wer oder was ist der Name? Antwort: Die Firma eines Kaufmanns. Also steht hier in Wahrheit, der Name ist die Firma eines Kaufmanns. Und jetzt müssen wir ganz kurz wissen, was der Name ist. Der Name ist eines der ganz zentralen Punkte in diesem Rechtssystem. In deinem Personalausweis steht Name drin. Da müsste nach Personalausweisgesetz eigentlich Familienname drinstehen, aber dann wärst du ein Mensch, das wäre blöd. Wenn ich jetzt aus dem Namen die Firma eines Kaufmanns mache, dann habe ich aus deinem Namen, der Name in deinem Personalausweis ist noch die natürliche Person, dann habe ich aus dieser natürlichen Person eine juristische Person, nämlich eine Firma gemacht. Und eine juristische Person ist eine Sache. Eine Sache hat überhaupt keine Rechte mehr. Und eine Sache kann sich auch vor Gericht nicht selber verteidigen. Und vor Gericht wird immer in Sachen aufgerufen. Mhm. Und weil du eine Sache bist vor Gericht und dich nicht selber verteidigen kannst, brauchst du einen Pflichtverteidiger. Du hast Anwaltszwang. Aber weil wir ja freie Menschen sind, sagen wir jetzt, genial, da steht die Firma eines Kaufmanns, ist der Name. Also mein Name macht mich zu einer Firma und eine Firma hat AGB, ist doch super. Du drehst den Spieß jetzt natürlich, um, ich drehe den Spieß wieder mal um. Diese ganze Methode beruht darauf, dass ich den Spieß immer umdrehe. Ich mache immer genau das, was die machen und spiegel das, aber so, dass es dann für sie zum Nachteil ist. Ja. Das ist die ganze Methode im Prinzip, AGB. Also um das nochmal kurz zu erklären, ich werde jetzt natürlich nicht die ganzen AGB ausdefinieren, aber die kann man ja auch gerne auf meiner Website nachschauen. Die Methode besteht aus zwei Schritten. Wir schicken denen ein Schreiben, das nennt sich bedingte Akzeptanz, sage ich gleich auch noch was zu. Und da sage ich, weise mir nach, dass du hoheitlich handeln darfst. Und bitte, das weist du mir so nach, dass du mir eine notariell beglaubigte Kopie der Gründungsurkunde des Staates gibst, für den du handelst. Ich sage nicht, für welchen Staat, das sollen die sagen. Mhm. Und sie sollen mir bitte die Gründungsurkunde dieses Staates geben. Wäre nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg hier ein Staat gegründet worden, wäre mit einiger Sicherheit davon auszugehen, damals war das noch so, da haben die Staaten sich dann Gründungsurkunden ausgestellt. Und die kann er mir ja mal schicken. Mhm. Und für die Bundesrepublik Deutschland gibt es das nicht. Nein, das gibt es natürlich nicht. Und ich bin ja nicht der Einzige, der das macht. Also alle, die das bis jetzt gemacht haben, da kommt gar nichts. Es kommt überhaupt keine Antwort. Es wird einfach ignoriert, weil sie es nicht können. Mhm. Und wie gesagt, wenn du mir das schickst, dann zahle ich gern die Rechnung. Wenn aber nicht, dann ist damit bewiesen, und jetzt kommt was ganz Tolles, du bist ja so ein Fan des konkludenten Handels, dann ist damit bewiesen, es gibt nämlich auch konkludentes Handeln durch Unterlassung. Ganz genial, oder? Du unterlässt eine Handlung, zu der ich dich auffordere, und damit hast du konkludent durch Unterlassung mir etwas gezeigt, nämlich, dass du kein Staat bist. Und dann
gilt? Selbstverständlich, da es nur eben Privatrecht und Staatsrecht geben kann. Es gibt nur diese zwei Rechtskreise. Wenn du kein Staat bist, kannst du nur eine Firma sein. Und, deswegen schicke ich dir meine AGB, deswegen agieren wir von jetzt ab als Firma. Firma Kleschwies interagiert mit Firma Bayerischer Rundfunk oder GEZ. Du schickst mir gerne deine Angebote und gehst damit jedes Mal einen Vertrag ein und musst mir jedes Mal Geld zahlen. Und ich schicke dir deswegen jedes Mal eine Rechnung. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass diese AGB so aufgebaut sind, dass die Rechnung nicht besonders klein ist. Mhm. Die muss ja Spaß machen. Also ich, die Rechnungsbeiträge, die ich da fordere, die sind erst einmal gar nicht in Geldscheinen, in Euro, denn dieses Papiergeld brennt ja auch noch schlecht. Ja? Also was will ich mit dem? Ich nehme da fein Unzen Silber oder man kann auch fein Unzen Gold nehmen, das bleibt jedem selber überlassen. Man kann auch Euro reinschreiben, jeder wie er es will. Jedenfalls sind das keine kleinen Beträge. Und ab dann läuft das Spiel eben so. Jetzt gibt es natürlich ein Problem, das muss ich hier sagen. Also ich habe beim letzten Mal schon gesagt, wer glaubt, ihr könnt mit dieser Methode reich werden, das funktioniert leider nicht so einfach. Bis jetzt ist es, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich kenne noch keinen Fall, wo wirklich eine Zwangsvollstreckung geglückt wäre. Gegen die GEZ. Also ich warne jetzt nochmal ganz ausdrücklich davor, das bei einem deutschen Richter zu versuchen. Es gab einen Fall, da hat einer es gegen einen Gerichtsvollzieher versucht und da hat der deutsche Richter gesagt, ja spitzenmäßig, der wollte 500.000 Euro geltend machen. Da hat der Richter gesagt, ja hervorragend, wir nehmen 500.000 Euro als Streitwert, zahlen wir 50.000 Euro Gerichtskosten. Und die hat er natürlich von demselben Gerichtsvollzieher vollstrecken lassen. Ja? Also so funktioniert es nicht. Mhm. Das geht nicht. Du musst dafür, ich bin nicht der Einzige, der an diesem Thema arbeitet. Es gibt viele verschiedene, die daran arbeiten. Ich habe die Methode auch nicht erfunden. Ich habe sie nur jetzt auf die GEZ angepasst und, glaube ich, die AGB sehr gut weiterentwickelt. Und bin möglicherweise auch der Erste, der das hier so publik macht. Mhm. Wofür ich dir übrigens sehr danke nochmal, dass du mir die Möglichkeit gibst, das hier so publik zu machen. Aber es gab anscheinend schon mehrere Anläufe, wo es fast geglückt wäre. Also das System ist natürlich auch nicht dumm und die kennen auch die Tricks und die haben anscheinend in letzter Sekunde die hatten wohl minimale Fehler da drin und haben es dann eben geschafft, das abzubiegen. Aber ich warte wirklich drauf, bis das der Erste die Erfolgsmeldung bringt. Also wir arbeiten ja auf Systemrecht voll. Das sind ja keine, wir machen ja nicht irgendwelche Spielchen, die nicht auch machen. Wir nehmen das gleiche Handelsrecht, was die auch nehmen. Also muss das funktionieren. Mhm, ja, und das Problem ist jetzt, was die Behörde hat. Die Behörde, ich kann gegen den Gerichtsvollzieher auch meine AGB einsetzen. Habe ich auch schon gemacht. Und der Gerichtsvollzieher hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Er hat es weitergesucht, natürlich. Denn stell dir mal vor, ich setze gegen den Gerichtsvollzieher meine AGB ein. Der Gerichtsvollzieher geht mit mir einen Vertrag ein. Ich schicke dem Gerichtsvollzieher eine Rechnung. Der Gerichtsvollzieher möchte gerne, dass ich die Auskunft über mein Vermögen abgebe und dabei musst du dann auch sagen, ob du offene Forderungen hast. Und dann schreibe ich rein, ja klar, ich habe gegen den Gerichtsvollzieher so und so eine offene Forderung. Das macht keinen Spaß mehr. Mhm. Oder ich kann ja auch die Forderung gegen den Gerichtsvollzieher nehmen und die dem Gläubiger abtreten. Das macht dem Gerichtsvollzieher auch keinen Spaß mehr. Ja, der kommt voll ins Feuer rein, der Gerichtsvollzieher. Und da hat er überhaupt keine Lust drauf. Und wenn einer weiß, was aus einer Forderung werden kann, das Ganze mir glauben, dann ist es der Gerichtsvollzieher. So, nur die können keine AGB einsetzen, diese Firmen. Warum nicht? Was sind denn die Gesetze in Wahrheit, auf die sich berufen? Wenn wir hier sagen, es gibt keinen Staat, es sind alles nur Firmen, das sind schon AGB. Und ich kann ja nicht beliebig viele AGB erzeugen. Das Spiel funktioniert dann nicht mehr. Also die können den Gerichtsvollzieher nicht mit AGB abwehren. Mhm. Wenn zu denen der Gerichtsvollzieher kommt, haben sie meiner Ansicht nach, wie gesagt, bis jetzt haben sie es wohl geschafft, aber ich denke, es muss eine Möglichkeit geben und ich weiß, dass viele da sehr intensiv dran arbeiten. Es wird der Tag kommen, da wird die erste dieser Firmen zwangsvollstreckt werden. Mhm. Über diese Methode. Und auch noch aus einem anderen Grund halte ich die Methode für äußerst effektiv und für eine ganz, ganz gefährliche Waffe. Wenn wir mal ganz kurz uns das sogenannte Insolvenzrecht anschauen, dann ist es so, dass
eine Person, und da meine ich jetzt wirklich jede Person, natürliche Person oder juristische Person, also Firma, ist in dem Moment insolvent, in dem die Verbindlichkeiten dieser Person die eigenen Forderungen übersteigen. Also du hast zum Beispiel gegen deinen Arbeitgeber, wenn du einen hättest, eine Gehaltsforderung im Jahr von 50.000 Euro. Wenn du jetzt Verbindlichkeiten hast von 60.000 Euro, dann bist du insolvent. Und wenn wir uns das jetzt ganz kurz anschauen, es gibt 9 Landesrundfunkanstalten und wir haben vorhin gesagt 7,5 bis 8 Milliarden Euro. Also jeder hat im Schnitt so 800, 900 Milliarden. Millionen. Millionen, Dankeschön, ja. Und jetzt braucht es, ich habe ja gesagt, die Rechnungsbeträge sind relativ hoch, jetzt braucht es nicht viele Menschen, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reichen, 4.000 Menschen, die schicken denen alle ihre Forderungen, dann ist die Firma eigentlich insolvent. Natürlich zahlen die nicht im Moment, aber selbst wenn sie nicht zahlen, wenn sie sich an irgendwelche Regeln halten, oder es könnte mal einer kommen, der guckt in die Bilanz rein und die können ja die Rechnung auch nicht wegschmeißen, denn wenn ich zwangsvollstrecke, müssen sie ja mindestens sagen können, das stimmt gar nicht hier, der hat uns hier nur die Hälfte Rechnung geschickt. Ja. Also, ich glaube, das ist eine wirklich tolle Waffe, diese AGB. Und es ist noch was zu sagen, und dazu möchte ich auch aufrufen. Damit möchte ich generell aufrufen. Die Landesrundfunkanstalten haben ja alles outgesourced. Mhm. An die GEZ. Und viele Menschen, habe ich schon gesehen, machen den Fehler und schicken das Widerspruch, also legen Widerspruch ein gegen so einen Festsetzungsbescheid und schicken den an die GEZ. Das ist aber der ganz falsche Adressat. Das heißt, du bist am Bayerischen Rundfunk, ja, oder am Südwestrundfunk. Schickt das bitte, liebe Zuschauer, schickt es an die Landesrundfunkanstalten, müllt denen die Schreibtische zu. Die haben die GEZ geschaffen, damit sie den Stress nicht haben. Und jetzt müssen sie den Stress kriegen. Das darf denen keinen Spaß mehr machen. Dann hört das Spiel auf. Okay. Also ich muss gestehen, mir raucht jetzt echt der Kopf bei diesen ganzen Infos, die du mir da gegeben hast. Ich bin auch kein Jurist und habe, sobald irgendwo ein Paragraphenzeichen vorne dran ist, ist mein Gehirn schon leicht auf Abstand irgendwo. Um es jetzt mal ein bisschen so runterzubrechen und mal das zusammenzufassen. Ja. Deine Methode ist jetzt kein Aufruf zur Revolution. Das so, wenn man das auch gar nicht verstehen. Nein. Sondern es ist mehr oder weniger ein intellektuelles Spiel. Ich will es jetzt auch mal wirklich so bezeichnen. Ja? Mhm. Also eine intellektuelle Herausforderung für Menschen, die erkennen, dass in diesem System offensichtlich gravierende Fehler existieren. Genau. Und mit diesem Spiel, mit diesem Tanz der Synapsen sozusagen, ja, genau, das System quasi an der Wurzel zu packen und sich selber zu überführen. Der, genau. Das System seiner eigenen, wie soll ich das sagen, selber unglaubwürdig zu machen. Oder wie kann ich das ausdrücken? Also mindestens mal auf dem System auf der Ebene zu begegnen, wo wir überhaupt eine Chance haben. Auf dieser anderen Ebene haben wir ja keine Chance. BGH, BV, Bundesverwaltungsgericht haben gesagt, alles bestens, da brauchst du dich nicht mehr zu bewegen. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Mhm. Im Gegenteil, du fütterst nur noch das System, denn wenn du jetzt den Fehler machst und klagst, dann zahlst du Gerichtskosten. Wenn du vor das Verwaltungsgericht gehst, zahlst du die Gerichtskosten und du weißt ja schon, dass du verlierst. Also sind die weg. Okay. Ja, also das war, deswegen habe ich ja die ganze Vorrede gemacht von dem letzten Interview. Warum kann das überhaupt funktionieren? Weil wir uns hier ausschließlich auf Privat- und Handelsrecht bewegen und deswegen begegnen wir natürlich der GEZ auf der Ebene, wo das Spiel stattfindet. Auf der anderen Ebene findet ja gar kein Spiel statt. Da findet ein Schauspiel statt, um uns abzulenken und um uns aufs Glatteis zu führen, um uns da hinzuziehen, wo von vornherein klar ist, dass sie gewinnen werden. Mhm. Und hier ist es nicht von vornherein klar. Wie gesagt, bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Aber ich bin davon überzeugt, es wird klappen, weil alles nur Handelsrecht ist und Privatrecht und wir das einsetzen. Und das heißt, sie können auch nicht einfach die Gesetze ändern. Wenn die sowieso immer nur nach Privat- und Handelsrecht arbeiten, was wollen sie denn dann drehen? Sie würden ja alles wieder gegen sich drehen. Also da, wir können wirklich hier den Spieß intelligent rumdrehen. Und ich rufe nicht zur Revolution auf, aber ich rufe natürlich zu einem intelligenten, durchaus auch massiven und quantitativ massiven Widerstand auf. Mhm. Alle die erkennen, dass mit dieser GEZ-Gebühr was total faul ist, und das sind wirklich immer mehr, ich höre das immer mehr, dass die Menschen sagen, das ist Abzocke, das sehe ich nicht ein, das kann nicht sein, die könnten
von mir aus mal diese Methode versuchen. Man könnte es ja argumentieren, wenn das Programm dementsprechend wertvoll wäre, wenn man durch das Programm etwas lernen würde oder wirklich auch objektiv informiert werden würde, dann wäre ich ja auch bereit, das weiterhin freiwillig so zu zahlen. Also ich zahle das ja auch, weil meine Familie hat keinen Bock auf dieses intellektuelle Spiel, was du da machst. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ich habe das schon mal angesprochen, ich habe gesagt, vergiss es, wenn du das machst, gerne, aber also wenn ich das mache, dann gerne, aber das ist nicht meine Welt. Ja. Genau. Aber wenn jetzt dann auch noch Lügen und Propaganda kübelweise über uns ergossen wird, dann erkenne ich natürlich auch die Notwendigkeit, an diesem System da ganz massiv was zu verändern. Natürlich. Und wie gesagt, ich denke, viele, viele Menschen erkennen auch diese Ungerechtigkeit. Früher konntest du dich dem ja entziehen, du hast gesagt, ich habe keinen Fernseher, hast nichts gezahlt, aber ist ja völlig egal, ob du irgendwas hast. Genau, jetzt hast du Radio, Internet. Ja, und es war jetzt auch im Radio neulich zu hören in dieser Meldung zu diesem aktuellen Urteil, dass das rechtens ist. Es ging darum, es gibt wohl einen kleinen Prozentsatz in der Bevölkerung, die wirklich keinen Empfangsgerät hat, 2-3% oder 3-5%, aber der Staat kann auf die Kleinen nicht Rücksicht nehmen, deswegen müssen die halt den Preis für alle anderen mitzahlen. Weil man kann es auch nicht kontrollieren, weil man kann die Geräte auch verstecken. So nach Motto, deswegen ist das alles rechtens. Ich habe nach unserem Vorgespräch da zugehört, als das Gerichtsurteil verlautbart worden ist und habe mir auch gedacht, ach, sieh mal einer an, aha, so wird es jetzt verkauft. Ja. Genau. Ja, aber um es mal auf den Punkt zu bringen, was ist jetzt, du wirst jetzt die nächste Zeit massiv da weitermachen und wirst die Leute da intellektuell, juristisch herausfordern. Ja, das ja natürlich. Also wie gesagt, es könnte eben sein, dass der Bayerische Rundfunk das jetzt verstanden hat, dass es wenig Sinn hat, sich mit mir da anzulegen, weil ich habe ja mich wirklich tot gelacht und ich lache mich auch tot. Lassen kommen, also ich... Wenn du noch Zeit hast, würde ich vielleicht noch gern, das müssen wir jetzt alles überspringen, aber noch auf den Gerichtsvollzieher eingehen. Das ist ja, da bleibt es ja zum Schluss dran hängen. Ja. Und hier ist was total Interessantes. Der Gerichtsvollzieher ist definitiv kein Beamter. Ja. Das heißt, er darf gar nichts. Er darf nur Angebote machen. Aber es steht doch hier da im Paragraph 1. Ja, aber die ist eben aufgehoben worden. Das ist ja das Spannende. Wurde gelöscht. Genau, und schau mal, wenn er Beamter ist, warum muss ich denn dann im Paragraph 1 einer Gerichtsvollzieherordnung schreiben, der Gerichtsvollzieher ist Beamter, wenn er eh schon Beamter ist, das ist ja sowieso schon mal Quatsch. Nur da konnten die sich bis jetzt natürlich drauf berufen. Ja, das können sie jetzt nicht mehr, aber es wird ja noch viel besser. Jetzt, wir haben das Oberlandesgericht München. Und ab und zu bin ich ja wirklich erstaunt, manche Richter reden wirklich, soweit sie das sich trauen, Klartext. Und hier sehen wir wieder, wie dann aber wieder rumgeeiert wird. Abgesehen von den ihnen eingeräumten besonderen Befugnissen, wie zum Beispiel zum zwangsweisen Eingriff in Grundrechte, würden Gerichtsvollzieher nach außen nicht als Beamte oder Angehörige eines Amtsgerichts in Erscheinung treten. Warum sage ich rumgeeiert? Entweder er ist ein Beamter, dann darf er in Grundrechte eingreifen, oder er ist keiner, dann darf er es natürlich nicht. Aber dieser zweite Halbsatz, noch deutlicher könnte es ein Oberlandesgericht niemals sagen. Und ein Oberlandesgericht ist nun die Instanz, da wäre jetzt nur noch der BGH drüber zum Beispiel. Ja? Also das ist schon was. Das gilt für ganz Bayern mindestens mal. Und viele, also auch Menschen, die in anderen Bundesländern leben, können das auch nehmen, weil viele Gerichte und Oberlandesgerichte sagen, ja klar, wenn das der gesagt hat, das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Es ist definitiv so. Dem Herrn, wenn er vor uns steht, sagen, Sie dürfen das ja gar nicht. Ja, und da genau, also das habe ich meinem auch erklärt. Ich habe dem gesagt, pass mal auf, du bist kein Beamter und ich entscheide, wer wann in meine Wohnung kommt. Und du kannst mir natürlich gerne Angebote machen, das kann ich dir nicht verbieten, aber ich kann dir auch sogar verbieten, mir Angebote zu machen. Ich will nicht deine Angebote in meinem Briefkasten haben. Machst du es doch, wird es teuer. Mhm. Und nun hatte ich... Der hat den Fehler gemacht, der zu mir kam, der kam zweimal. Der hatte die AGB schon vorliegen. Und dann habe ich ihm gesagt, so, ich könnte dir jetzt bereits eine riesige Summe in Rechnung stellen. Das will ich aber gar nicht, habe ich gesagt. Ich möchte an und für sich Frieden. Ich habe gesagt, ich respektiere dich als Menschen, das immer wieder jetzt. Ich respektiere, natürlich habe ich ihn auch gesiezt, ich respektiere, dass Sie, dass Sie als Menschen, ich respektiere, dass Sie glauben, einen wichtigen Beruf zu haben, weil ich denke, dass jeder den Beruf wählt, den er für wichtig hält. Und ich respektiere, dass Sie auch mit dem Geld verdienen möchten. Alles kein Problem, aber habe gesagt, respektieren Sie bitte auch mein Nein. Und habe gesagt, wenn Sie es nicht tun, dann wird es jetzt ab sofort teuer. Und jetzt, ich stelle Ihnen die Rechnung jetzt nicht. Ich setze voraus, dass wir uns jetzt einig werden. Sie lassen mich jetzt in Ruhe und bis jetzt hat er mich in Ruhe gelassen. Okay, und das war wie lange her? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Okay, dann
Werden wir sehen. Ja, ja, aber er, die Geschichte weitergeht. Ja, genau, aber er hatte mich davor eben schon ein Vierteljahr in Ruhe gelassen. Jetzt hat allerdings dieser sogenannte Gläubiger, hat dann wohl vermutlich nachgelegt. Jetzt kam er wieder. Mhm. Ich habe mir gedacht, der traut sich was, aber jetzt traut er sich vermutlich nichts mehr. Mhm. Ja, aber das eben, man kann eben diesem Gerichtsvollzieher damit sehr, sehr gut begegnen. Also hier ist definitiv klar, Gerichtsvollzieher dürfen gar nichts, nur Angebote machen. Der hat also auch keinen Beamtenausweis. Kann er dir nicht vorlegen, wenn Sondern er keinen wie Beamten hat. Legitimiert sich der, wenn er da steht? Dienstausweise haben sie, aber ein Dienstausweis interessiert mich ja nicht. Ja? Mhm. Der Bademeister an der Badeanstalt hat auch einen Dienstausweis und der holt mir auch nicht das Geld vom Konto. Und da könnte man jetzt ihm doch sagen, pass mal auf, du machst dich der Amtsanmaßung strafbar, das ist ein Straftatbestand. Das ist jetzt hier die Sache von Marco Friedrich, eben, dass man erst ein Urteil braucht und so weiter. Und jetzt kommt aber noch was ganz Spannendes. Achso, was ich übrigens nicht machen würde, der Marco Friedrich hat ja gesagt, die ZPO gilt sowieso nicht mehr, weil das sogenannte Einführungsgesetz gestrichen wurde. Das Einführungsgesetz der ZPO wurde gestrichen und im Einführungsgesetz ist das Inkrafttretungsdatum eines Gesetzes geregelt, wenn das Gesetz ein Einführungsgesetz hat. Setze ich also das Einführungsgesetz außer Kraft, setze ich damit das Inkrafttretungsdatum des Gesetzes außer Kraft und damit das gesamte Gesetz außer Kraft. Ja, das ist wieder total raffiniert. Die ZPO steht da noch. Aber ich habe das Einführungsgesetz außer Kraft gesetzt, sie ist damit ungültig. Damit bin ich wieder als Architekt des Systems aus der Haftung. Wenn der Richter nach der ZPO vorgeht, ist er selber schuld, haftet er. Würde ich aber jetzt dem Gerichtsvollzieher nicht sagen, dass die ZPO gar nicht mehr gilt. Ja? Denn damit zerstöre ich ja sein komplettes Weltbild. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich dir sage, die Erde ist flach. Mhm. Und ich würde es aber auch aus einem anderen Grund noch nicht sagen. Also das haben schon Leute probiert und dann waren die Gerichtsvollzieher total verwirrt. Und dann haben die Richter gesagt, ja, 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 der rennt dann zum Richter, heult sich da aus und dann sagt er, alles Quatsch. Wie argumentieren die dann? Es ist unbestreitbar, dass die seit 100 Jahren gilt und die gilt jetzt immer noch und jetzt machen wir einfach so weiter. So, jetzt kommt dann der Teil, also jetzt machen wir nochmal, wenn der Gerichtsvollzieher kommt. Also haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, versuchen ihn nicht in die Wohnung zu lassen und versuchen, er soll wieder gehen, er soll das alles schriftlich dalassen. Und jetzt wird es genial. Also dann schicke ich dem meine AGB und als allererstes kriegt er aber eine fette Rechnung von mir. Ja, also entweder er schickt mir jetzt irgendwas oder er kommt und gibt mir was. Als erstes kriegt er eine fette Rechnung. Der weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Warum kriegt er die fette Rechnung? Weil in den AGB steht, dass der Auftraggeber, also in dem Fall zum Beispiel der Bayerische Rundfunk, Beauftragten die AGB selbsttätig weiterleiten muss. Meine AGB müssen die weiterleiten. Und die gehen ja einen rechtsgültigen Vertrag mit mir ein. Die müssen also tun, was im Vertrag steht. Und da wir jetzt ja davon ausgehen, natürlich, dass das alles sehr honorige Menschen sind beim Bayerischen Rundfunk und die natürlich niemals einen Vertrag brechen würden, muss ich davon ausgehen, dass der Gerichtsvollzieher die AGB bereits vorliegen hat. Also bekommt er bereits die Rechnung. Dann sage ich aber noch, wenn du mir binnen 3 Tagen unter Eid schriftlich, also Unterschrift nach 126 BGB, versicherst, und zwar unter Eid muss er das versichern, dass du sie nicht bekommen hast, diese AGB, werde ich natürlich die Rechnung zurückziehen, müsste dann aber dem Auftraggeber, dem Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, weitere Strafgebühren in Rechnung stellen, weil er dir die AGB nicht weitergeleitet hat. Und jetzt siehst du wahrscheinlich, was ich damit mache. Ich ziehe den Kriegsschauplatz, soweit es geht, von mir weg. Denn ich glaube nicht, dass der Gerichtsvollzieher nicht beim Bayerischen Rundfunk anruft und sagt, was ist denn da jetzt gerade passiert. Mhm. Ja? Also sollen die sich doch die Köpfe untereinander einschlagen und dann lässt er mich schon in Ruhe. So, und dann bekommt er eben, diese AGB und kann sich das alles in Ruhe überlegen, ob er weiter vorgehen will. Und dann zum Schluss, je nachdem,
Wie weit du jetzt mit dem spielen willst, könntest du ihm eben sagen, übrigens, ich habe hier eine Rechnung vorliegen gegen den Bayerischen Rundfunk und ich rechne jetzt auf. Ja, also der Christoph Seel will 300 Euro von dir, du hast eine Rechnung über 700 Euro und damit rechnest du auf. Und da bitte aber auch ein Appell an die Zuschauer, bitte diese Aufrechnung wirklich erst beim Gerichtsvollzieher machen. Wir sagen dem Gerichtsvollzieher, wir rechnen auf, wir erklären, so musst du es eigentlich formulieren, ich erkläre die Aufrechnung und bitte überbringen Sie die Aufrechnungserklärung jetzt Ihrem Auftraggeber. Aus zwei Gründen. Erstens, wenn ich aufrechne, habe ich die Forderung anerkannt und wir wollen die Forderung nicht anerkennen. Zweitens, es könnte ein Winkeladvokat auf die Idee kommen, dass wenn ich vorher die Aufrechnung erkläre, also an irgendeinem Zeitpunkt des Verfahrens erkläre ich jetzt dem Bayerischen Rundfunk, ich rechne auf und die erkennen das gar nicht an, sagen mir das aber nicht, dass sie es nicht anerkennen, dann könnte ein Winkeladvokat auf die Idee kommen, dass ich hier mit einer nicht anerkannten Aufrechnung operiere und also Betrugsversuch gestartet habe. Mhm. Wenn aber der Gerichtsvollzieher dazwischen ist und der sagt dann, erst recht, wenn ich ihm das zusammen mit meiner fetten Rechnung schicke, dann will er das so schnell wie möglich von den Hacken haben. Also ist ziemlich gut davon auszugehen, dass der sagen wird, jawohl, ich erkenne diese Aufrechnungserklärung an, die Forderung besteht nicht mehr. Mhm. Ja? Und damit hättest du es dann von den Hacken. Okay. Damit wäre das. Und das ist, wie gesagt, das ist für mich das eigentlich Charmante an dieser Methode. Du hast eine Gegenforderung und du kannst ohne dich überhaupt mit dem auseinanderzusetzen, ohne rumzudiskutieren, ist es rechtmäßig, was du da machst, ist es nicht rechtmäßig, du sagst, nö, ich habe auch eine Forderung, ich rechne auf Wiedersehen. Mhm. Und das vielleicht noch kurz zur Erläuterung, also so eine Rechnung, die kann ich ja verkaufen, eine Forderung ist ein Wertpapier, ein Geldschein ist auch ein Wertpapier. Und im Prinzip muss es dem Gerichtsvollzieher völlig egal sein, das hat ihn auch überhaupt nicht zu interessieren, welche Art Wertpapier ich dem gebe. Was dann der Bayerische Rundfunk daraus macht, ob der dann sagt, oh, da müssen wir jetzt aber klagen, das geht so nicht, die Aufrechnung, und was soll das denn hier? Mhm. Das ist dann eine ganz andere Frage. Und wie man dem dann wieder begegnet, da gibt es auch wieder tolle Methoden, aber die besprechen wir heute nicht. Die besprechen wir heute nicht mehr. Nein. Jetzt machen wir erstmal einen Punkt, glaube ich. Es wird nicht nur mir, sondern auch den Zuschauern so gehen. Also die haben ja die Möglichkeit zu stoppen und haben vielleicht jetzt schon drei Bier in der Zwischenzeit getrunken. Ja, richtig. Ich muss dieses Gespräch noch ein oder zweimal anhören, damit ich das auch wirklich alles verstanden habe, was du da gemacht hast. Also Hut ab vor deinem Wissen, dass du da dich so tief in diese Thematik hineinbegeben hast und vor allem auch Respekt, dass du dir das antust, ja, dass du da wirklich diesen intellektuellen Kampf mit dem System auch herausforderst. Ja. Aber ich glaube, es braucht so Querköpfe wie dich, das System mal zu prüfen, um zu gucken, was geht hier eigentlich. Also Genau. Wir werden deinen Weg weiter verfolgen und bei aktuellen Entwicklungen dich vielleicht auch mal wieder hierher holen, wenn es dann irgendetwas gibt, was das Ganze noch ein bisschen weitergebracht hat. Deine Homepage, das ist die, sag's nochmal. Also euronia.com, wieder Euro. Euronia.com, da kann man nochmal im Detail alle Fakten, die du hier präsentiert hast, nachlesen und natürlich dann auch mit dir in Kontakt kommen. Genau, da gibt's. Falls es Mitstreiter gibt oder andere Bürger gibt, die halt eben sich auch auf diesen. Ja, Weg also wenn jetzt, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn jetzt vielleicht irgendeiner schon mal es geschafft hätte, hier zu vollstrecken, dann würde ich mich dem natürlich sehr gern anschließen. Und du siehst vielleicht, worauf das hinausläuft. Ja, wenn es uns gelingt zu vollstrecken, dann wird das System relativ schnell ein anderes sein. Denn dann werden diese Spielchen nicht mehr funktionieren. Okay. Ja, das bleibt zu hoffen, dass es vielleicht in diese Richtung geht. Also dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Dankeschön, den habe ich, wie du siehst. Komm gut nach Hause wieder und ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen, vielleicht hier oder bei anderer Gelegenheit. Genau, ich will auch, super. Alles Gute, gell, Matthias. Danke dir auch, Robert, tschüss. So, liebe Zuschauer, dann viel Spaß beim Zurückspulen und nochmal anschauen und nochmal anschauen und nochmal anschauen, bis es dann auch alles reinsickert. Also ich werde es auf jeden Fall so machen. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei seid und mitgeschaut habt. Bis zum nächsten Mal bei Steinzeit und alles Gute bis dahin.